Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dr. Q erklärt. Thema heute: der Abgasskor. Um den allgemeinen Gesundheitszustand eines Neugeborenen international einheitlich beurteilen zu können, findet seit vielen Jahren der Abgasskor Anwendung, sowohl in der klinischen als auch in der präklinischen oder ambulanten Umgebung. Er wurde in den frühen 1950er Jahren von der amerikanischen Anästhesistin Virginia Apgar entwickelt und später nach ihr benannt. Die 5 Buchstaben des Namens Apgar lassen sich als Merkhilfen für die Kriterien des Beurteilungsschemas nutzen. Für jedes Kriterium können jeweils maximal 2 Punkte, minimal 0 Punkte vergeben werden. Im ersten Schritt wird das Aussehen des Kindes beurteilt. Dazu nehmen wir uns das Hautkolorit des Kindes als Kriterium. Zeigt sich eine blasse, blaue Hautfarbe, werden 0 Punkte vergeben. Einen Punkt gibt es für einen rosigen Körper mit blauen Extremitäten. Den Optimalfall beschreibt eine rosige Haut am gesamten Körper. Daher werden hierfür 2 Punkte vergeben. Es folgt der Punkt P, in welchem der Puls, also die Herzfrequenz des Neugeborenen, beurteilt wird. Ist kein Herzschlag feststellbar, werden 0 Punkte vergeben. Liegt die Herzfrequenz unter 100 Schlägen pro Minute, wird dies mit einem Punkt beurteilt. Bei über 100 Schlägen pro Minute sieht der Abgasskor 2 Punkte vor. Nun schließt sich die Beurteilung des Grundtonus bzw. Muskeltonus an. 0 Punkte werden vergeben, wenn ein schlaffer Muskeltonus vorherrscht und keine Bewegungen feststellbar sind. Bei einem leichten Muskeltonus wird 1 Punkt vergeben, bei aktiven Bewegungen 2 Punkte. Natürlich stellt auch die Atmung einen wichtigen Parameter bei der Beurteilung eines Neugeborenen dar. Dieser wird mit 0 Punkten für einen Atemstillstand, 1 Punkt für eine langsame und unregelmäßige Atmung und 2 Punkten für eine regelmäßige Atmung in Kombination mit kräftigem Schreien abgearbeitet. Der abschließende Punkt R legt das Augenmerk auf die Reflexe. Sind keine Reflexe vorhanden, wird dies mit 0 Punkten auf dem Abgasskor bewertet. Geringe Reflexe, etwa das Verziehen des Gesichts, führen zur Vergabe von 1 Punkt. 2 Punkte hingegen werden vergeben beim Vorhandensein guter Reflexe wie Niesen, Husten und Schreien. Mit Hilfe des Abgasskors lässt sich auf diese Weise ein aussagekräftiger Wert ermitteln, der den Gesundheitszustand eines Neugeborenen numerisch widerspiegelt. Maximal sind 10 Punkte zu erreichen. Die Maßnahmen bei niedrigeren Punktzahlen richten sich nach den aktuellen örtlichen Vorgaben. Da sich der Zustand des Neugeborenen nach der Geburt dynamisch entwickelt, wird der Score 1 Minute nach der Geburt, 5 Minuten nach der Geburt und 10 Minuten nach der Geburt erhoben, um einen Verlauf sichtbar zu machen.